Hallöchen, du Hübscher, ne? Oh, so süß. Das machst du super. Oh Mann, das ist schon echt anstrengend. Moin Leute, ich bin hier heute auf einem Isländerhof und ich bin schon total gespannt, was ich hier sehen darf, weil die Isländer haben ja ganz besondere Farben und ganz besondere Gänge. Ich habe auch schon mal auf einem Turnier zugeschaut, aber bin noch nie selbst eingeritten und ich bin total gespannt, was ich hier jetzt so sehen darf. Isländer sind eine Pferderasse, die natürlich aus Island stammt. Das Besondere an ihnen ist ihre Gangart, der Tölt. Das will ich heute mal ausprobieren. Hallo, ich bin Gunhild. Hi, ich bin die Lia. Hallo Lia, hast du mal Lust zu gucken, wie ein Isländer töltet? Ja, ich bin sehr gespannt, freue ich mich mega drauf. Der Tölt ist eine besondere Gangart, die bei den meisten Islandpferden angeboren ist. Aber auch andere Pferde können ihn lernen. Anders als im Trab oder Galopp gibt es im Tölt keine Schwebephase, sodass Reiter und Reiterin besonders ruhig sitzen können. Deshalb kann ein geübter Reiter sogar ein Glas Wasser in der Hand halten, ohne etwas zu verschütten. Das will ich heute ausprobieren. Der kleine Isländer töltet gerade, das macht er schon richtig gut, glaube ich. Auch wenn der Tölt angeboren ist, gehört für Pferd, Reiter und Reiterin nämlich einiges an Übung dazu. Das sah schon richtig gut aus. Möchtest du das auch mal probieren auf einem anderen Pferd? Weil dieser ist noch ein bisschen ungestüm. Ja, sehr gerne. Also das sah richtig cool aus und ich bin gespannt, ob ich das auch so nachreihen kann, weil ich bin diesen Gang ja gar nicht gewöhnt und ich glaube, ich werde da wie so ein Hoppel-Moppel drauf sitzen, aber wir werden sehen. Im Trab, da, wenn du einfach fest sitzen würdest, würdest du ja immer ein bisschen hoppeln. Mhm. Und das tust du ja im Tölt nicht, da sitzt du deswegen. Das ist eine Gangart für faule Leute oder für Alte. Aber das macht eben eigentlich Spaß. Und du wirst gleich begeistert sein, wenn du das erste Mal auf einem Tölter sitzt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ein bisschen Körperpflege muss sein, ne? So, dann können wir ihn, glaube ich, wegbringen. Der Isländer ist die älteste Rasse, die reingezogen ist. 1000 Jahre Reinzucht. Und das ist natürlich eine Auszeichnung für dieses Pferd. Mhm. Wir sagen auch immer Islandpferd und nicht Islandpony, weil das sind Gewichtsträger. Die haben einen ganz anderen Körperbau als ein Großpferd. Die Isländer sind kräftig gebaut. Die sollten ja die Wikinger tragen, ne? Die schweren Männer. Ja. Bevor ich den Tölt gleich selbst ausprobiere, schaue ich mir jetzt erst noch mal die süßen Fohlen an. Bei den Pferden ist es so, dass sie etwas über 11 Monate tragend sind und dann kommen die Fohlen und ja, dann dürfen sie wachsen, reifen, sich selbst kennenlernen, bis sie dann irgendwann in Reitstall kommen und geritten werden. So, das ist ja jetzt hier eine Farbexplosion, ne? Ja, hier ist alles dabei. Oh, so süß. Soll ich dir die Farben mal ein bisschen erklären? Ja, sehr gerne. Was mag das wohl sein? Also es ist ja so hier vorne fuchsig, aber es hält sich ja so auf. Genau, hinten, ne? Und das ist ein Farbwechsler. Man nennt die auch Permanentschimmel, denn das sind die einzig echten Schimmel. Die sind nämlich im Unterfell immer weiß, aber im Fellwechsel werden die wieder dunkel. Außer die Farbe vom Kopf bleibt immer. Und hier auch an den Beinen ist ja auch kein Unterfell. Ja, ne? Sieht man, ja. Das ist jetzt auch eine besondere Farbe natürlich. Das ist ein Smoky Black Schecke. Die ist also kein, wenn du die Scheckung siehst, die ist also nicht tiefdunkel. Und das hier vorne ist eine erdfarbene Stute. Das ist ein einmal aufgehellter Brauner. Okay, ja, sieht aus wie ein Falbe. Also das mit den Farben war richtig interessant. Das ist einfach viel spannender als bei uns. Bei uns gibt es nur so richtig Basic-Farben, so schwarz, braun, weiß. Dann holen wir mal die Daria. Ja, du kommst nicht mit? Ja. Wir frisieren ja unsere Isländer nicht. Ne? Die haben einen langen Behang. Je länger, umso schöner. Und das bedarf natürlich ein bisschen mehr Pflege. Ne? Die haben auch viel dickere Mähne, oft Doppelmähne oder eben ganz langen Behang, wie man das bei unseren Hengsten sieht. Ne? Ja, und auch so flauschig und nicht so glatt. Mhm. Dann kommen wir ja schon mal Richtung Halle marschieren, oder? Ja, ich nehme gerade noch meinen Helm mit und dann
geht's los. Ja. So. Komm mit. Also ich glaube, hier wurde wieder ein ganz braves Pferd für mich ausgesucht. Und die scheint total ruhig zu sein. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen kennengelernt. Ich denke, das klappt dann ganz gut. Ich würde sagen, du reitest jetzt auf der linken Hand erstmal im Schritt los. Mhm. Und ganz locker. Der Motor ist ja das Becken vom Reiter. Und da schwingst du jetzt locker mit. Unser Becken brauchen wir nämlich gleich noch fürs Tölten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz locker, 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 locker. So, Lia, und du kannst jetzt erstmal versuchen anzutraben, ganz locker. Also der Trab ist sehr viel schneller halt als bei meinen Reitponys. Wir haben ja viel mehr Schwung, aber klappt ganz gut. So, lass ja auf dem Trab mal angaloppieren und du bleibst ganz locker drauf. Und Galoppmarsch. Hand nach vorne, galoppieren, locker, locker. Du musst mir wischen. Komm, und dann parier mal durch. So, das Pferd gehorcht gut, ne? Ja. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Das heißt, zum Tölten, du richtest das Pferd jetzt mit der Hand auf. Nimm die Zügel auf, etwas kürzer, kürzer und lange Beine. Und du holst jetzt das Pferd in der Aufrichtung nach oben. Hör und trag die Hände. Ja, mach einen Knick in die Arme, schon geht das Pferd in Tölt, genau. Komm, trag die Arme. Hände so, lass sie da, genau. Und schon bist du bei ihrem Tölt. Und locker. Ja, genau. Ganz fein in der Hand. Jetzt nimmst du die Zügel in die linke Hand, lässt die Hand aber oben. Lass die linke Hand oben. Zuppel immer so ein bisschen, zuppel, zuppel, zuppel. Und dann tust du so, als wolltest du in der rechten Hand jetzt ein Glas Wasser halten. Jawohl, langes Bein. Bein bleibt lang, lang, sonst machst du dich fest. Genau, jo, und dann verloren. Was passiert jetzt? Jetzt sind wir im Trab. Jetzt hast du sie verloren. Ja. Denn die brauchen ja für den Tölt eine gewisse Spannung. Wenn die Leute Schwierigkeiten haben, ein Pferd zu tölten, dann sage ich immer, du musst aufs Klo, ganz dringend, aber es ist keins in der Nähe. Was machst du? Spannst den Po an. Ja. So, mach das mal. Hose wippt sie ein bisschen zu dir hoch. Du musst sie wieder aufrichten. Lass sie oben. So, fein. Gut. So, Lia, was meinst du? Wolltest du auf die Oberhand? Ja, mega gerne. Ja? Ja. So. So. Also ich denke, ich hatte jetzt ein sehr einfaches Pferd, sodass ich wirklich mit so ein paar Schritten das sehr einfach nachmachen konnte. Lea, wir sind ja jetzt hier auf unserer Ovalbahn. Mhm. Die brauchen wir ja zum Training für unsere Islandpferde. Hier finden aber auch ab und zu Turniere statt. Und deswegen haben wir auch die Originallänge hier über 250 Meter für Turniere. Ja. Und wir versuchen das jetzt mal, dass du hier vor allem Tölt mit dem Pferd reitest. Ja. Ja. Reite erstmal im Schritt an und dann wippst du sie ein bisschen zu dir. Wipp das Pferd zu dir vorne ein bisschen hin. Mach sie kürzer. Weniger Druck. Mach die Beine lang. So, Lia, das machst du super. Das Pferd braucht eine leichte Spannung. Genau. Mach mal eine Kehrtwolte und dann holen wir doch mal das Glas Wasser. Das war schon etwas anstrengend. So, und dann wollen wir doch mal gucken, ob du mit was wieder zurückkommst. Bitte schön. Okay. So. Du holst das Pferd jetzt zu dir hin. Komm, zuppel, zuppel, Beine lang und komm. Komm, komm, komm. Uhlala. Ja, weiter und vorwärts reiten. Oh Mann. Das ist schon echt anstrengend. So, Lia, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das Ergebnis aussieht. Okay, die Hälfte hast du geschafft. Ja, die erste Hälfte war so ein bisschen holprig. Da hinten wurde es, glaube ich, besser. Aber da wurde ich dann auch vielleicht ein bisschen mutiger.
Ja, man muss sich auch erstmal einstellen auf das Pferd. Ja. Ne? Ja, ist aber prima gemacht. Immerhin ist noch ein Tropfen drin. Ja, ist also mehr als ein Tropfen. Du kannst sogar was trinken. Also für mich gab es jetzt natürlich mehrere große Veränderungen. Deswegen war es dann schon irgendwann wirklich sehr anstrengend. Also ich musste sehr auf meinen Sitz achten und auf meine Hände. Das ist bei mir natürlich komplett anders. Fein, dass es gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich die Kleine reiten durfte. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, die hat es auch richtig toll gemacht, oder? Ja, ich finde ganz toll. Ihr habt es beide super gut gemacht. Du hast das schnell begriffen, wie das funktioniert. Und das ist natürlich eine Stute, die den Tölt gut anbietet. Mm, ja. So konnte ich dir den Spaß vermitteln, den der Tölt bereiten soll. Ja, das auf jeden Fall. Das hat sich richtig toll angefühlt. Vielleicht reite ich ja noch mal irgendwann den einen oder anderen Isländer. Genau, wenn du Lust hast, kannst du immer wieder vorbeikommen. Ja, gerne. Danke auf jeden Fall. Ja, noch viel Erfolg. Tschüss. Das hat heute echt mega viel Spaß gemacht. Die Fohlen sind echt zuckersüß und das Reiten war auch richtig, richtig toll. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Isländer geritten seid. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich noch mal einen reiten könnte. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert und weitere Videos anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Weißt du? Oh.